Tachchen und willkommen zurück zu Let's Play Max Payne 1. Ja, und beim letzten Mal haben wir eine Spritze in den... Ich weiß gar nicht mehr wohin bekommen, aber wir haben eine Spritze bekommen, die uns mit Valkyr vollgepumpt hat. Also der Droge, die wir eigentlich bekämpfen und hinter der wir her sind. BZW, die mit dafür verantwortlich ist, dass... unsere Familie. Max? It's me. Max, is that you? Yeah. I'm wondering why you're not naked. Das sieht aus wie ein Facehugger. Ja, also die Droge Valkyr hat uns unsere Familie gekostet, unsere Frau und unser Kind. Und wir sind natürlich hinterher die Verantwortlichen. Max? Zur Rechenschaft zu ziehen. Where are you, Max? Ich bin hier. Ich habe dir Schokolade mitgebracht. Heul mal nicht rum. No, please, Max, no. I'm sorry. Please don't, Max, no. Please. Ja, ich hoffe, dass du sorry bist, weil du hast die ganzen Kekse aufgefressen. Nein. Du hast unserem Kind nichts abgegeben. Ein bisschen die Ernsthaftigkeit aus der Situation rausnehmen. So. Where are you, Max? Please. Oh nein, es ist wieder so eine Sequenz, wo alles brennt und wir nichts dagegen machen können. Someone spouting insane babble, I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of déjà vu. The caller's voice sounded oddly familiar. Führst du etwa Selbstgespräche, Maxi? The weird piece of paper looked dangerous. Someone spouting insane babble, I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of déjà vu, and the caller's voice sounded oddly familiar. Aber genau das Gleiche hast du doch eben schon gesagt. Also sowas Ähnliches zumindest. Da ist blockiert. Müssen wir jetzt wieder zurückrennen? Ey, wenn irgendjemand sagt, PT wäre innovativ gewesen, ne? Max Payne hat dieses Endlos-Loop-Ding halt auch schon damals eingeführt. Oh nein, bitte nicht wieder so eine... Och nein! Ja gut. Nein! Oh fuck. Ja gut, die ganze Passage nochmal. Das ist ein Traum. Who's there? Max? It's me again, still Max, wondering why you're not naked. You? Ja, ich hab dir immer noch Schokolade mitgebracht. So. Where are you, Max? Please. No, please, Max, no, I'm sorry. Please don't, Max. Ach Mann, ich hätte speichern sollen. Max? Das kann ich nicht Where überspringen. Max? Gut. The letter was staring at me. Das kann ich überspringen. Und den kann ich den Brief denn lesen? Ja. Something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves. You're in a graphic novel. The truth split my skull open. Glaring green light washing the lies away. All of my past was just fragmented still shots, words hanging in the air like balloons. I was in a graphic novel. Funny as hell. It was the most horrible thing I could think of. Okay, wir speichern einmal gerade. Ich meine, dann haben wir ja wenigstens was Neues mitgenommen. The weird piece of paper looked dangerous. There was something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves. You're in a computer game, Max.
The truth was a burning green crack through my brain, weapon statistics hanging in the air, glimpsed out of the corner of my eye, endless repetition of the act of shooting, time slowing down to show off my moves, the paranoid feel of someone controlling my every step. I was in a computer game. Funny as hell, it was the most horrible thing I could think of. Okay. So, das können wir mal springen. Und jetzt können wir direkt nochmal speichern. So, das. Und dann geht's hier in unseren allseits beliebten Tunnel gleich. Alles läuft in Zeitlupe. Also, falls ihr euch wundert, an den Wochenenden werden wahrscheinlich keine Folgen kommen. Ich habe nämlich nur Zeit, von Montag bis Freitag aufzunehmen, weil ich an den Wochenenden meistens anders verplant bin. Und ja, es ist hier gerade wieder ziemlich duster. Das heißt, wir gehen nochmal gerade in die Options, Video. Stellen die Brightness nochmal ein bisschen hoch. Ich weiß, dass ich jetzt gerade ein bisschen überhell erscheine hier. Nein! Verdammte Scheiße. Okay. Mondgravitation. Und jetzt nochmal speichern. Okay. Jetzt ist die Frage, ey, hier wird es jetzt wirklich ein bisschen verwirrend, ne? Nein, Max, nicht runterfallen. Du bist nicht auf dem Weg in die Hölle. Und es gibt bestimmt nur einen richtigen Weg hier raus. Das heißt, speichern einmal, fallen runter, nein! Weil dahin kommen wir nicht. Nein, nicht runterfallen, Max, nicht runterfallen. Boah, ich wünschte, ich hätte mir mal Playthroughs von dem Game angesehen, einfach um zu wissen, wo ich hin muss. Einmal speichern. Weil es ist halt schon ein bisschen doof, dass man nicht so wirklich einen Anhaltspunkt hat. So. Aber jetzt habe ich einen Anhaltspunkt. Und zwar den da. Da scheint es lang zu gehen. Nochmal speichern. Ich glaube, unser Herzschlag geht auch gerade schneller. Ja. So, und da ist unsere zerbrochene Babywiege oder unsere blutbesprenkelte Babywiege. Max! No, Max! Murderer! You killed her! Ja. Max, something happened at the office today. A strange memo. Something about Vikings. Honey, I gotta run. You can tell me all about it this evening. Have a nice day, darling. The bullet holes were rubies on her chest, blood glowing on her ivory skin. She was so beautiful. The killer was smiling. The flesh of fallen angels. Part 4, a bit closer to heaven. Chapter 1, take me to Cold Steel? Slowly the green nightmare faded, leaving dark stains on my soul that would never come off. I felt like flatlining. I was all shook up.
cold sweat, sick and tired to the bone, lying in a puddle of my own puke. The hag had said take me to Cold Steel before it had all gone crazy. It was a clue, the only one I had. It took me forever to crawl back to my feet and hit the road, but when I did, I drove straight to Cold Steel Foundry outside the city. There was a whole lot of action around the place for a freezing winter night. Trucks coming and going, men running. I had the drop on the Mystery Witch. She thought I was dead. I was on her blind side. I was going in. The bad trip had put me in a crazy mood, adrenaline pumping through my aching veins. Staggering up the mill roof in ice and snow and wild wind, I was a ninja. My kung fu was strong. I wasn't hitting anybody. At best, I was Superman and Kryptonite about to fall through a skylight, down to where it was all going down. A half-abandoned industrial area in the middle of nowhere. The factory was a perfect front for any number of illegal activities. In the belly of the plant, molten metal boiled and bubbled like a witch's brew. Supi, so, den Albtraum haben wir schon mal überstanden. Jetzt ist die Frage, gibt es irgendeine Möglichkeit, hier leise reinzugehen? Ich bezweifle es. Oh shit. Gut. Aber hier gibt es, hier gab es irgendwas, was wir, ja. Life-threatening weather condition. A record-breaking killer storm. In the city's history, vehicles stuck in snow. Heavy snowfall. Forecast shows. Severe weather is expected to continue. Out in the night, snow fell like confetti over the Devil's Parade. The storm was anything but over. Ich glaube, jetzt stellen wir mal wieder die Brightness ein bisschen runter. Hä? Das ist auch wieder so dämlich. So, das müsste doch ungefähr die Mitte sein. Also irgendwie stellt das die Brightness automatisch komplett runter, wenn ich ein zweites Mal reingehe. So. Keine Pain, also wir haben ein Set, eine Dose Painkiller. Und damit müssen wir wahrscheinlich ein bisschen auskommen. Okay. Das sind zwei. Und wir haben aber auch eine. Okay, wir haben auch. Wir haben ein Sniper Rifle. Aber wir haben. Einmal nachladen. Noch nicht besonders viel Munition für Sniper Rifle. Eine Deagle haben wir. Die nehmen wir auch. Aber nur 5 Schuss in der Deagle. Und er hat ein Colt Kommando. Und hier haben wir. Oh shit! Okay, aber wir können unseren Weg jetzt ein bisschen besser planen. Auch wenn ich nicht weiß, warum das hier kaputt ist. Da haben wir eben nur Ammo. Ich dachte auch, wir hätten auch eine Colt Kommando selber gefunden. Aber nee, wir haben nur Ammo dafür gefunden. So, wir wechseln zum Sniper-Gewehr. Speichern einmal. Und achten darauf, dass wir hier unsere beiden Buddies im Blick haben. Fuck. Fuck. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Dann gehen wir lieber nochmal.
Na. Und wechseln zur Beretta. Perfekt. Es hätte nicht besser laufen können. Müssen uns echt angewöhnen. Ich vergesse es jedes Mal, hier regelmäßig zu speichern. Ja, es ist echt eine Sache, die man, wo man, also dieses Problem hat man einfach in neueren Spielen nicht mehr. Und da ist man dann doch ein bisschen gehalten. Oh shit, was war das denn? Was war das denn gerade? Irgendwas hat mich gerade völlig weggefetzt. Ich weiß nicht, was da explodiert ist. Ach, wahrscheinlich eins von den Fässern. Und hier kommt er gleich raus. Ich wollte eigentlich die Zeitlupe beenden. So. Schrotflintenmunition, jawoll. Jetzt sprechen wir doch eindeutig mal die gleiche Sprache. Wappala! Allerdings hätte ich gerne gerade die Zeitlupe nicht dafür verschwendet. Nun ja. Wir speichern einmal. Und haben jetzt reichlich Munition. Kommen hier weiter. Oh shit. Das war nicht so clever. Ja, diesen Satz werdet ihr wahrscheinlich nur sehr oft von mir hören, dass das alles nicht so clever war, was wir hier machen. Aber, ja. So, er steht schon bereit. Und es kommt direkt ein zweiter. Ja. Du doof. Also, ich. So. Das hat wunderbar funktioniert. Na, das jetzt weniger. Ich frage mich. Ja. Nochmal speichern. What the fuck? Von wo denn? Du Ratte. Ja. Stirb! Langsam und qualvoll, mein Freund. Okay, da geht's offensichtlich weiter. Lass wir speichern nochmal. Shit! Ich habe die Granate auf mich zufliegen sehen, aber ich konnte nichts machen. Nee, das will ich so nicht. Das lasse ich mir so nicht gefallen. Wir probieren es mal mit der Pump-Action-Shotgun. Ja, gut. Wir hatten auch schon bessere Tage. So.
Das war einer davon. Einer der besseren Tage. Okay, offensichtlich. Ich bin der Meinung, dass es da weitergeht. Das heißt, einmal nochmal speichern. Nicht hier nochmal checken. Shit! Fucking hell. Hoppala! Ja. Yeah. Gut. Wenn jemand was, wenn jemand was dazu sagen möchte, gerne. Ich bin jederzeit offen für Hinweise, Tipps und Tricks. Ja. Da kann man nichts machen. Hier auch nicht. Ich habe halt die Befürchtung, dass sie da rauskommen, wenn ich gerade hier reingehe. Oder wir hier gar nicht weiterkommen. Na. Mal gucken, was da noch da oben ist. Weil da gab es ja auch noch ein paar Türen, glaube ich. Oder zumindest eine. Nee. Huh. Doch, da. Aber die ist verschlossen. Okay. Das heißt, das da ist tatsächlich unser einziger Weg. So, wie stehen die denn da? Einer ist tot und der andere lebt noch. Ach, verdammte Axt. Wir speichern nochmal, wir laden nochmal nach. Und haben Erfolg. So. Legt euch nicht mit Max Payne an. Ich versohle euch den Arsch. Da ist verschlossen. Da geht's weiter. Speichern. Painkiller schlucken. Speichern. Und hoffen, dass man nicht getroffen wird. Und hoffentlich hoffen, dass er nicht das Fass trifft. Jawohl! Ich dachte, das wär's jetzt mit uns. Aber da haben wir offensichtlich nochmal Glück gehabt. Und haben unter Beweis gestellt, dass wir doch so etwas wie Skill besitzen. Sagte er. Na, dann rennen wir nochmal zurück und holen uns die Munition. Die lassen wir nicht liegen. Genau, so macht man das. Da wir natürlich vorsichtig sein, dass man da nicht in der Mitte runterspringt. So. Hier ist noch mehr Ammo. Oh, das ist ja wunderschön. So. Ein Diegel.
das zu. Speichern nochmal. Passen auf, dass hier niemand ist. Ach Gott, hab ich mich erschrocken. Du wirfst hier keine Granate hin, mein Freund. Das ist ja wohl das Letzte. So. Glaub's ja nicht. Blöder Penner. So, nochmal speichern. Ja, mal gucken. Wer hier noch so kommt. Ja, das war natürlich sehr klug. Mann, ich hätte den jetzt gerne. So, damit wir gleich nicht so weit laufen müssen, speichern wir hier nochmal hier. Ich hänge an der Tür fest, hallo? Hören Sie bitte auf, mich festzuhalten. Ach, Gott sei Dank seid ihr so miserable Schützen. Ah, schön. Gott sei Dank sind das manchmal so miserable Schützen. Da hätte ich eine Granate reinwerfen sollen. Das wäre witzig geworden. Lass mal die Schränkchen aufmachen. Perimeter breached. The facility has been compromised. Repeat, the Deep Six has been compromised. Initiate Operation Dead Eyes. The walkie-talkie military lingo could mean only one thing. They were getting ready to destroy the evidence and vanish into the night. I was so close. The hidden truths were just around the corner. Ja, habt ihr gehört. Die versteckte Wahrheit befindet sich direkt um die Ecke. So, nochmal speichern. Chapter 2. Hidden Truth. Die versteckte Wahrheit. Ach du Scheiße, Alter. Gott. Ich war nicht darauf vorbereitet. Auf so ein nettes Empfangskomitee. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo... Ne, Molotow. Oh. Molotow-Cocktails. Jawohl. Das ist ja richtig schön. The mercenaries were running a tight operation, paperwork and all. Merchandise missing again. A chemist had tried to smuggle it out for his own private party. Locked him up in cell B7 at D6's old test facility to wait for proper processing. I was close enough to hear the secrets, just beyond the next doorway. Okay, hier sind Painkiller. Speichern nochmal. Die Diegel ist voll. Aber insgesamt sind es nur 48 Schüsse. Die Dual Berettas haben 36 und 55. Die Schrotflinte lächelt mir zu. Ja, habe ich doch gesagt, die Schrotflinte lächelt mir zu. Ja, da kommen wir jetzt nicht mehr durch. Aber wir sind ja clever. So. Speichern wir nochmal. Oh shit.
Ja, das war nicht klug. Ja, nee. Das wollen wir nicht. Ich weiß nämlich nicht, von wo der gerade schießt. Vier. Wir treffen ihn aber auch einfach nicht. Oder doch? Nee. Nichts getroffen. Ich habe den jetzt überhaupt nicht auf dem anderen Gang da vermutet. Aber das ist ganz gut für uns gelaufen. So. Können wir jetzt hier mal eine Granate reinwerfen? Können wir. So, mal gucken. Da haben wir für ein bisschen Chaos gesorgt. Jawohl, das wollten wir ja. Aber es ist keiner gestorben. Das heißt, der Typ, der auf dem anderen Weg da oben war. Ja, Kollege Schnürschuh. Das ist jetzt natürlich suboptimal. Danke für deinen Beitrag. Das macht Spaß. So lobe ich mir das. Können wir mal speichern. Ach du Scheiße, ey. Ah. Okay, wir haben offensichtlich eine Passage, wo wir uns rantasten müssen. Jetzt oder nie? Eine Ingram. Ich dachte gerade, da schießt einer. Puh. Okay, das Ding versperrt die Tür und das, da kommen wir nicht durch. Können wir hier auf die... Jawohl. Ja, ein bisschen Skill ist doch noch da. Okay. Erstmal speichern. Ach du Scheiße. Nein! Ja, ich hab's kommen sehen, ey. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich glaube, wenn wir da runterfallen, sind wir tot. Oder zumindest haben wir dann sehr große Schmerzen. Das heißt, wenn wir hier runterfallen, haben wir das Problem nicht. Wundervoll. Ah, Problemlösung. Öfter mal speichern wäre angebracht. Ich muss mir so einen Zettel unten an den Bildschirm machen. Öfter speichern. So wie jetzt zum Beispiel. Und besser zielen. Besser zielen ist auch eine Sache, die wir uns auf die Liste schreiben müssen.
speichern. Oh, wir haben Granatwerfer, sehr geil. Aber die Frage ist... Ja. Wann kommt dieser Granatwerfer zum Einsatz? Ich glaube, jetzt noch nicht. Weil ich glaube, die dunklen Türen, die sind immer verschlossen und die hellen Türen sind immer auf. Gut. Da explodiert schon wieder was. Ja, gut. Kann ja nicht jeder so ein Genie sein, ne? Okay. Mal speichern. Vorausschauen, denken und handeln. War noch nie meine Devise. Molotow-Cocktail. Nein. Nein. Ist, wo kommen wir da hoch? Also wir müssen auf jeden Fall diesen Weg da hoch. Das ist vollkommen klar. Können wir vielleicht hier was am Terminal machen? Nee, natürlich nicht. Ja, springen natürlich auch genau daneben. Wir haben jetzt auch keine Zeitlupe mehr. Keine Bullet-Time mehr. Kommen da nicht weiter. Schieben können wir in dem Spiel nichts. Nein, ich verpasse den Sprung jedes Mal hier. So, nochmal. Aber das muss doch der Weg sein. Weil ich sehe keinen anderen Weg. Ach Mann. Komm jetzt. Mann, Max. Jetzt. Mach halt mal was. Du bist keine Hilfe, Maxi. Ich kann mal gerade nebenbei was erzählen. Ich habe ein bisschen Fortschritt gemacht beim Metal Blaster. Aber es hält sich noch in Grenzen. Also die Teile, auch die Metallteile, sind sehr, sehr... schleifbedürftig und das wird auf jeden Fall alles noch seine Zeit dauern. Ich kann mal ein Teil, ein Foto von einem Teil posten, was ganz gut Fortschritt gemacht hat, was ich jetzt mit 10.000er Sandpapier abgeschliffen habe und was so eine leicht spiegelhafte
die so leicht spiegelhaften Glanz hat. So. Ich weiß nur nicht, immer noch nicht, wo es hier weitergeht. Also offensichtlich kommen wir hier mit unserem Gespringe nicht weiter. Haben wir hier vielleicht was übersehen? Ja, Painkiller. Aber Painkiller sind voll. Aber sonst haben wir hier doch eigentlich nichts übersehen. Nicht da oben? Nee. Also da war ja nur der eine Typ, den wir erschossen haben. So. Ich will halt so ungern irgendwie mitten in der Folge aufhören. Oder mitten im Spiel aufhören. Aber bevor wir hier jetzt irgendwie weiter rumkrebsen, ich speichere einmal kurz. Und dann probieren wir mal was. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass es nichts bringen wird. Ja, habe ich mir gedacht. Hier muss doch irgendwo... Muss es doch einen Ansatz geben. Mal drauf schießen. Hier mal. Alles nicht so. Vielleicht doch hier irgendwas schieben. Oder hier mal von da drauf springen. Vielleicht bringt das was. Ja, so weit kommen wir gar nicht. Nee. So weit kommen wir gar nicht. Vielleicht mal bis zum äußersten Rand gehen. So. Auch nicht. Ja, Max. Ich weiß nicht, was ich hier noch mit dir machen soll. Bist aber auch einfach keine große Hilfe. Nein, du sollst springen, nicht rollen. Gibt es hier irgendwas, was wir in die Luft sprengen können? Irgendwas, was wir in Brand setzen können vielleicht? Naja, gut. Probieren wir es mal weiter. Und ansonsten, also ich wüsste jetzt nicht, wie wir hier anders vorwärts kommen sollen. Es ist aber auch ein bisschen, ist halt altbackenes Game Design, ne? Dass du halt vieles selber rausfinden musst und da jetzt nicht so wirklich Hilfe zu erwarten hast. Aber irgendwie werden wir das schon rausfinden. Und wenn es ein bisschen dauert, dann ist das halt so. Machen wir eine Diebe vielleicht? Ein bisschen leichter? Nö. Ja, ansonsten, ich würde sagen, dann speichern wir einmal. Und dann speichern wir hier nochmal. Und dann müssen wir leider die Folge für heute... Ich weiß gar nicht, wie lange wir gerade aufnehmen. Moment. Oh, doch schon so lange. Müssen wir einmal die Folge für heute beenden. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss.